So, es geht direkt rein ins Spiel, Folge 93. Wieder mit Kerrigan. Ein bisschen mehr üben mit der guten Kerrigan. Eigentlich habe ich sie noch nicht, aber die Sache würde ich gerne mal. Statt mit Mana zurück, geschärfte Klingen werde ich wieder spielen. Gut gemacht, Ed. Ich bin mir sicher, dass eure Verbündeten erfreut sind. Und dann werde ich mit Leoric mal runtergehen. Was haben wir denn? Wir haben eigentlich keinen Serator auf der Gegnerseite. Wir haben Rega, wir haben Tassada, wir haben Leoric und Rhaenyra. Das heißt, jetzt stehen die Chancen mal ganz gut, dass ich nicht sofort drauf gehe. So, dann gucken wir mal. Ach, die sind da hochgegangen. Ja, es dauert in der Tat ein bisschen. Ich glaube, man muss es andersrum machen. Man muss erst die Betäubung machen und dann. Ich versuche das mal so. Zuerst die Betäubung. Ja, das passt besser. Als andersrum. Passt wirklich ein bisschen besser. Da muss ich aufpassen, dass ich hier nicht von Gasto abgerotzt werde. Aber der spielt hier sehr, sehr wenig auf die Geschütze, wie es aussieht. Jetzt habe ich kein Mana mehr. Gehe ich kurz mal zurück. Schon wieder alles verbraucht. Eigentlich kann ich gleich in die Mitte rein marschieren und gehe zum Team. Ah, das hat nicht ganz funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, es ist wirklich ein bisschen tricky, das einigermaßen gut einzusetzen. Leoric erwischt. Das war eine blöde Idee. Gerade noch so weggekommen. Rhaenyra auch down. Dabei ist schon wichtig, dass man die Betäubung vor einem setzt und dann schnell ranzieht und dann muss er betäubt werden. Das ist wirklich ein bisschen tricky. Das haben wir ganz gut. Das hat einigermaßen gut funktioniert. Diablo ist ein Opfer, da kann gar nichts. Fällt nichts aus, aber Leoric ist auch schon wieder draufgegangen. Schaffen wir nicht mehr rechtzeitig. Die Gerechtigkeit hat obsiegt. Wir müssen runter. Warum geht ihr denn jetzt hoch, ihr Deppen? Wir müssen runter.
Also ich weiß nicht, was die da oben machen. Def doch erstmal hier unten. Um den Drecksack können wir uns immer noch kümmern. Ja, jetzt bin ich tot. Wieder einmal gestorben und schon habe ich wieder die Schnauze voll. Was zum Teufel macht Tassa da oben? Gerade sein Schild hätte ich gut gebrauchen können. Ah, Leorik ist auch cool. Ja, wie wär's mal mit einer Heilung? Das wäre echt mal knorke, wenn du mir eine Heilung geben würdest. Ich mach das mal mit den. Jetzt haben wir endlich die Saudi. Jetzt erstmal noch mal zurück. Es ist sehr spät. Was Verzweiflung wirklich bedeutet, Engel. Wir werden wahrscheinlich erstmal wieder die Fenden uns abgreifen und dann versuchen. Nach unten, das ist natürlich ätzend. Haben wir wenig Chancen. Was macht er denn das Camp jetzt? Oh meine Fresse, ey. Ey, so ein Trottel, ey, echt. Warum macht er denn jetzt das Camp? Wenn er mal vernünftig tanken würde, dann würden wir das ja auch locker schaffen. Ich will nichts sagen, aber es ist natürlich ein Russe, da kann man nicht viel erwarten. Boah, ja, hat er super gemacht. Hat er mich schön geblockt und dann. Ach Mann. Zweimal schon draufgegangen, das ist unglaublich, wie schlecht ich mit Kerrigan bin. Wie sie halt alle auf den Helden gehen, statt mal auf den Unsterblichen zu gehen. Ach Mann, ey. Greif doch mal den Unsterblichen an. Verfluchte Scheiße, ey. Ich habe das Timing noch nicht so. So, Todeswürfel, ganz klar. Alles klar.
Nein! Ach man, das gibt's doch nicht. Und dann kommt noch so eine scheiß Fehlerei hinzu. Ah, die Geschütze auf Slow gespielt. Wir müssen die Geschütze loswerden. Nicht Creeps, erstmal die Geschütze. Rainer spielt jetzt auch eine absolute Kotze, das ist unglaublich. Ja, das wird nichts. Das können wir nicht gewinnen gegen die. Bin auf dem Weg. Das sieht gar nicht mal so gut aus. In den Tod. Alleine, warte nicht aufs Team. Die sind oben, wir müssen die oben abgreifen. Wie viel Damage einfach mal der gute Sagara macht. Hallo, hallo. Ja, gib mir bloß kein Schild. Hätte sich ja gelohnt. Ach Mann, ey. Ich verstehe auch nicht, warum er nicht Dauer schildet. Das wäre so gut mit dem, mit Tassa da Dauer zu schilden. Dann würden wir hier gar keine Probleme haben. Aber der schildet immer nur, wenn er dann mal Zeit hat, den Knopf zu drücken. Und das ist einfach nur bitter. Tassa da ist eigentlich so ein starker Heiler, wenn er halt im Dauerschilden ist. Immer Doppelschlag. Vielleicht läuft das irgendwie besser. Wir müssen defenden, Leute. Wir können den nicht halten. Wir müssen da hinten deffen. Ich weiß nicht, was Leoric hier ständig macht mit den Camps, statt mal in den Teamfights dabei zu sein. Das ist einfach nur... Das ist einfach nur nervig. Da gleich wieder Todesblüte aktiv. Okay, das ging mal. 3 gekillt. Gastel noch irgendwie abgreifen da unten, vielleicht schaffen wir das. Alle scheinen wieder weg zu sein, oder? Ja, der ist schon weg. In 20 Sekunden wieder die Todesblüte aktiv. Da unten sind sie auch. Ah, das wird nicht ganz reichen, schätze ich. Raus.
wieder ein 1-1, weil Rainer mal wieder abgekratzt ist. Wer hätte das gedacht? Setze den Ulti hier ein, das ist natürlich ganz schön verschwendet. Schneller gewesen, müssen die fänden. Wieder Assimilierung ist wieder aktiv. Ah, das ging auch ganz gut. Verflucht, Junge, gib mir doch meine Heilung. Was macht er denn da? Oh, wie Rega halt einfach nicht heilt. What the fuck? Ja, Rainer mal wieder tot. Wer hätte das gedacht? Keine Heilung von beiden. No Schild, no Heal. Das gibt's nicht. Unglaublich. Ich guck mal, was die beiden geheilt haben. Rega hat 49.000 geheilt, ja, immerhin. Trotzdem ist das echt mies. Ey, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich werde nächste Runde mal Tassadar spielen. Das Ding ist natürlich noch nicht ganz verloren, aber ich habe wieder Todesbitte aktiv. Gucken, wenn wir jetzt in einen guten Teamfight reinkommen. Auch Rainer 11-7, nicht gerade der Hammer. Ich auch nicht mit 12-4. Wir müssen halt rein und alle erwischen. Das war schon mal ein scheiß Ulti. Den habe ich schön verkackt. Was er da drauf gegangen? Ah, mit den Leuten kannst du nicht zusammenspielen. Die spielen eine Kotze zusammen. Das gibt's einfach nicht. Das ist einfach unglaublich. Jetzt geht Rega wieder drauf. Ja, das war's. Leider verloren. Es war ein schlechtes Spiel. Das war wirklich ein schlechtes Spiel. Ich bin wieder mal zu oft gestorben. Kerrigan ist leider nicht das, was mir unbedingt liegt. Ich mag eigentlich, wenn es kein Tank ist, mag ich die Nahkämpfer überhaupt nicht. Abgesehen von Karasim, den mag ich eigentlich ganz gern. Aber ich habe es immer gerne, wenn man so zweimal ist das maximale höchste der Gefühle, was ich gerne zulasse beim Sterben. Tassadar war nicht wirklich eine große Hilfe und den werde ich jetzt als nächstes mal spielen, denn der kann richtig, richtig stark werden. Okay, ich denke mal, ich mache hier einen Cut und dann sehen wir uns zu Folge 94 wieder mit Tassadar dann. Okay, ciao.